Hallo, mit Neuigkeiten vom Campus Vivante in Marokko. Wir haben genau wie alle anderen Schulen im ganzen Land und in Europa und in der Welt geschlossen zurzeit. Ihr seht, es ist alles ruhig, keine Schüler sind da. Hier, wo ich sitze, spielen normalerweise die Schüler und arbeiten im Garten. Jetzt ist alles ganz ruhig. Wir sind alleine als Familie. Die Schüler sind bei ihren Familien selbst zu Hause und beachten die Ausgangssperre, die im ganzen Land momentan gilt. Sie lernen über Facebook-Gruppen und WhatsApp-Chats und natürlich ist die Chancengleichheit da nicht ganz so gleich, denn es gibt natürlich auch Familien, die sich weder Internet noch Smartphones leisten können. Die Ausgangssperre im Land bedeutet hier nicht so einen großen Unterschied im Alltag der Menschen. Es geht wie immer ruhig zu. Die Leute sind etwas weniger auf den Feldern, aber ansonsten, da wir eh noch nicht so viel Technik und modernes Leben hier im Tal haben, verändert es die Lebensqualität der Menschen nicht so arg. Ich denke sogar, dass es vielleicht den Vorteil hat, dass die Schüler etwas mehr mit ihren Eltern zusammen sind und auch die Familien sich etwas mehr wiederfinden, als es sonst im Alltag möglich ist. Für uns als Bildungseinrichtung und Lehrpersonen bedeutet es einfach, sich neu zu definieren, wirklich zu überlegen, was macht Sinn an Lernstoff, an Lehrplaninhalten, vor allem auch in so Krisensituationen und vielleicht für eine neue Gesellschaft und eine neue Welt. Wir wünschen euch alles Gute und schicken ganz herzliche Grüße und Gesundheit in die Welt hinaus. Tschüss!